aufdrehen und niederdrücken. Und dann müssen wir hier Montage oder zerstören nach Bedarf. Macht natürlich Sinn. Oder hierhin. Ja, komm, wir müssen sowieso alles machen. Komme ich hier schon rüber? Ja. Oh, wie süß. It's tea time. Ein guter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter. Frei zu leben und zu arbeiten. Hat mir den gleichen Gedanken. Ein schlechter Arbeiter ist ein toter Arbeiter und die Stufen zu erleuchten. Sei kein schlechter Arbeiter. Aber die Stufen sind steil. Schlechte Arbeiter sind einen Sklaven nach der anderen. Und tot. Eine nach der anderen, okay. Der Zahltag für gute Arbeiter ist auf unbestimmt verschoben. Der Zahltag für schlechte Arbeiter ist gestrichen. Ein guter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter. Frei zu leben und zu arbeiten. Ein schlechter Arbeiter ist ein Aber die Bomben sind Arbeiter hier richtig cool. Und umgekehrt, sei kein schlechter Arbeiter. Schlechte Arbeiter sind Sklaven und tot. Der Zahltag für gute Arbeiter ist auf unbestimmt verschoben. Ja, ja, natürlich. Schlechte Arbeiter ist gestrichen. Also wir hören jetzt die ganze Zeit von irgendwelchen frei Verrückten. Zu leben und zu arbeiten. War das wirklich so schlau? Ein schlechter Arbeiter ist ein toter Arbeiter und umgekehrt. Nein, 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 nein. Ach Mist. Arbeiter ist auf unbestimmt verschoben. Mist. Der Zahltag für schlechte Arbeiter ist gestrichen. Der Zahltag für gute Arbeiter ist auf unbestimmt verschoben. Naja, auf unbestimmt verschoben, ist klar. Ein guter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter. Frei zu leben. Und zu arbeiten. Die Ratte und der Hase. Willkommen ein Industrie, willkommen effizient. Euer und neuer Anführer. Schlechte Arbeiter. Ich mach die lieber mit der Bombe. Ist doch schick. Der Zahltag für gute Arbeiter. Chloe geht wieder gleich die Nixi. Oh, dieser scheiß Lag! Och nee, ey. Oh, ist das mies. Zum Glück bin ich da gespawnt, aber trotzdem. Ja, ja, dich kennen wir doch. Dahin muss ich. Na komm, schieß! Oh, schießt doch nicht, okay. Ich wusste, dass das funktioniert. Zum Glück haben wir unseren Regenschirm. Jetzt haben wir das goldene Zähnchen. Komm, wir legen zusammen und kaufen den Schirm zum Geburtstag. Schaffen wir das? Ja, natürlich schaffen wir das. Mit dem Gasanschluss sparen wir uns Kosten für Kerzen und Öl und können nach Brighton, Alice. Ja, hat ja, siehst ja, wo sich das hingeführt hat. So, die Flasche noch. Ein cooler Kessel mit einem Gesicht drauf.
Okay. Wir müssen aber da hoch. Das bedeutet, wir müssen hier runter. Lass mich raten, hier müssen wir wieder irgendwas aktivieren. War mir irgendwie klar, aber das Metall muss doch heiß sein. Dass sie sich da nicht die Füßchen und das und die Haare und was weiß ich alles verbrennt. Na gut, ist es ja. Ja, war klar, dass wir das draußen. Gleich draußen. So, oha, oha, oha. Also, wenn der runterfällt, ist aber echt schnell hier. Gewicht habe ich mich treffen lassen. Das ist ja ekelhaft. Ekelig. Da hörst du doch schon wieder Grunzen im Hintergrund. Weißt du, wenn der Graf was hört, dann... Wenn der Graf was hört, dann... Nein! So, kriegen wir es hin? Ja, kriegen wir. Alter, was ist hier noch? Kann ich da rein? Will ich da rein? Soll ich... Nee. Das hätte ich mir aber denken können. Da ist eine Schneekugel. Irgendwo grunzt doch hier so ein, schon wieder so ein Schweinchen, weißt du? So ein Schwein. Das findet der Graf sofort. Über den offensichtlichen Weg nicht. Komme ich da überhaupt schon dran? Ja, ich weiß, dass ich da lang muss. Aber ich will zu... Müssen wir uns auf jeden Fall abmerken, dass hier eine fette Schweineschnauze hier rumeiert. Boah, das hat wehgetan, aber es passt. Kriegen wir noch ein bisschen Energie? Super. So, jetzt wird das alles kalt gemacht. Mach dich die Alice an. Turnst du den Hebel rum und mach dich kalt. Es war so klar, dass sie wieder... kümmern.
Na komm, wirf. Das Regenschirm ist stärker als du. Nope. Nope. Ha, der Elefant hat ein Regenschirm. Na komm. Du sollst nicht immer blocken, du Arsch. Das ist meine Aufgabe. Na komm, schieß. Das kann ich nicht verarschen. Schnucki, das ist der Multitasking. Der kann alles. So, ich kann da runter. Das bedeutet... Denk dran, Alice, verdamme nicht Dunkelheit und Kälte, wenn du nachts in der Bibliothek bist. Oh, das Spiel leckt manchmal, das ist eklig. Da haben wir doch wieder die Schweineschnauze. Super. Und eine goldene Flasche. Keine Ahnung, wofür die gut sind. So, okay. Die Schweineschnauze haben wir. Ich muss mal eine Decke holen, meine Füße werden kalt. Das ist nicht gut. Und dabei muss ich aufpassen, dass ich das Stativ vom Mikrofon nicht umhaue. Also ich finde die Waffen hier ziemlich geil. Also schon stylistisch gemacht, finde ich. Generell ein schönes Spiel. Aber wie gesagt, das kennt ihr ja schon. Das haben wir ja letztes Jahr nicht, das war vorletztes Jahr, ne? Ich meine vorletztes Jahr haben wir das noch gespielt. Ich will hier so einen Modularraum finden. Das finde ich irgendwie ein bisschen gruselig, dass ich immer noch keinen gefunden habe und es immer noch nicht geschafft habe, irgendwie eine Rose oder so rot anzumalen. Dabei glaube ich jetzt nicht, dass ich schlecht spiele. Okay, da komme ich überall hoch. Da war ich aber schon. Hier komme ich nicht hin, ne? Nee. Das wäre ja zu einfach. Aber hier sieht's aus, als könnte ich hier. Schlüsselloch. Oh, Schlüsselloch. Zähne? Hier ist nur Money. Hier sind nur Zähnchen. Hallo, Elten. Och. Ich bin aber auch echt eine Kuh heute. Moo. Aus Scary Movie. Der tanzende Bulle. Der verrückte Affe. Der Kranich. Die tollmütige Kuh. Das Kamel und sein Zeh. Nein! Ja. Ich weiß, wo ich lang muss. Ich möchte es aber nur gerne alles nochmal an durchgehen. Nicht, dass ich noch irgendwo was vergesse. Wie gesagt, ich habe das Spiel einmal privat gespielt, natürlich, als die Saskia mir das empfohlen hat. Gesagt, hey Sashi, guck mal, das Spiel ist im Angebot. Freu dich. Ich so, ja, kann ich mir mal antun. Für 57 gekauft. Und ich dachte mir so, ja, geil, nimmst du mit. Jo. Da hoch
hoch muss ich? Hast du nur was zu sagen? Ruhig jetzt, nimm dich zusammen. Spring zur ersten Öffnung, dann zur nächsten und reite auf den Luftströmen nach oben. Schon cool, dass sie mit jedem Upgrade, dass sich die Dingsbums verändern. So, ganz langsam. So, Achtung, frischer Windhauch. Hui! Muss schon ziemlich erfrischend sein. Ich habe, was das angeht, leider keine Erfahrung. Deswegen müsst ihr Mädels mir das bestätigen oder verneinen. Aber ich stelle mir das schon frisch vor. Oder wenn ihr männlich und Schotte seid, ne, ist ja auch in Ordnung. Okay. Ah, ich dachte schon. Ich stehe jetzt auf. Ja, warum ist denn jetzt schon wieder mein Kopfhörerkabel so verkackt? Ja, so, dahin. Ja, super, wenn die Decke drauf liegt, dann bringt mir das nichts. So, da haben wir auch schon wieder unsere neue Belohnung gehabt, wollte ich schon sagen. Die Frage ist, was hat das jetzt gebracht, außer Kohle? Habt ihr jetzt nicht hingeguckt, weil ich mich um das Kopfhörerkabel gekümmert habe? Ah, das hat's gebracht. Okay. So, Alice, jetzt wird's mal wieder frisch unterm Rock. Oha, das wird knapp. Boah. Geboostet. Und feuerfrei. So, schaffe ich das darüber? Ja, locker. Nein, ich hab... Frisch an der Kante hängen geblieben. Das ist dein Ernst? Ich muss den Shit noch klar machen. Das ist doch mies. Ah nee, ist nur der Raum, okay. Oder? Ja. Aber den Sprung schaffe ich. Wie sie fliegt? Hui! Und immer schön am Hixen. Bloß nicht runterfallen. Na ja, schön, man hätte mir ja auch. Ah, ich kann wieder hier runter. Kann ich eigentlich hier lang? Nee, schade. Ich dachte, da gibt es noch so ein kleines Secret oder so. Wäre ganz cool gewesen. Sekunde. Hat's jetzt gerade oben oder unten geklopft oder an der Seite vielleicht? Ich guck mal kurz. Nö, nee, dann hat's glaube ich unten oder so geklopft. Da ist dann wieder irgendwer in der Werkstatt oder so am Rumeiern. Ich dachte, es wäre wegen meinem Mitbewohner oder so. Aber. Gut. Das hat jetzt hier nicht so viel gebracht. Bin jetzt hier oben. Muss ich... Okay, das schaffe ich.
Hier gibt's doch bestimmt wieder irgendwie so ein... Ja, ich wusste's. Bubidi-bub, bubidi... Ah, okay. Aber das brauche ich nicht, das habe ich doch so geschafft. Ah, hier ist auch noch einer aufgekommen. Okay, 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 okay. So, hier geht's weiter. Ist die Frage. Ich bin noch nicht so weit. Na doch, hier gibt's leider nichts anderes. Es heißt, eine Katze habe 9 Leben. Alice, ich hoffe, du hast ähnlich viele. Och, Grinsekatze, du gehst mir auf den Sack. Ja, die Grinsekatze geht der Alice auf den Sack. Ach, die Alice wird hier kein Leben verschwenden. Wir passen auf die Kleine auf. Wenn diese Legs nicht wären, warum? Das war bei dem Spiel immer der Fall. Bin, was das angeht, vielleicht ein bisschen verwöhnt. Aber bei Witcher war es besser. So, schleichender Verfall, das ist natürlich eklig. Mir fehlen diese Modularräume, wo ich die Rosen ausmalen kann. Lass mich raten, hier gibt es wieder irgendwas Besonderes. Ja, die Flasche habe ich schon gefunden. Aber irgendwie... Ich finde es ja cool, dass sie hier einen Schluck auf hat. Ey, das darfst nicht so viel saufen. Ich habe keinen Schluck auf. Der Hund, die klar alles so Hicks. Kann die jemand mal erschrecken? Dann geht er weg. Die Maus. Du bist hier nicht willkommen. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Und du bist ein unerträgliches Ärgernis. Manche mögen es heiß, aber keiner mag es so heiß. Alter, die hat da doch echt einen Knall, ey. Oh, diese Musik, ey. Die ist auch noch so creepy. Hat die sich gerade gestreckt? Das war's, ich mach's so. So, der ist schon mal hinüber. Bestimmt alles wieder erkunden, wenn das Ding abgeschaltet ist.
Die Musik ist so creepy, so cringy. Wieso habe ich denn da Leben verloren? So, hier hinten gibt es noch was zu finden. Ja, das passt schon. Sagen wir es hinter der Musik ist creepy. Ob es dazu eine Creepypasta gibt? Ich hab die Arme, die du brauchst. Nun, genau genommen, die der Hutmacher braucht. Ach, egal. Ich werde mich zerquetschen. Natürlich. Ich find's ja cool, dass die Industriearbeit heißt Fortschritt. Ah, nicht unbedingt. Das mies. Den treffe ich einfach nicht, das ist so mies. Von da unten triffst du die nicht, das ist so gemein. Heilen, heile, wisch. Das Aua ist schnell weggewischt. Das ist, bis sowas kommt. Oh, der Graf wird alt. Der verfällt in Nostalgie. Nur diese ganzen kleinen Kindeslieder wieder raus. Dieses Spiel ist dafür verantwortlich. Ich kann da nichts für. Nee, hier war ich schon. Okay. So, gibt's hier noch irgendwas? Nö, schade. Gibt's da hinten? Sieht so aus. Nee, sieht nur so aus, ne? Sieht nur so aus, okay. Ist ja schon cool gemacht, ne? Alles Lava und jetzt. Es ist halt Metall. Nimm das! Die Zeit für Alternativoptionen ist jetzt vorbei! Du kommst nicht an mich ran! Nein, ja, natürlich. Ich komme nicht an dich ran. Du hast meine kleine Freundin mit den Maximalstiften, mit dem Buntstift vergessen. Ran. Lass mich raten, hier kommt wieder was. Da laufe ich lieber als kleiner Gnom entlang. Hier muss ich aufpassen. Elender Lümmel.
Oh, okay. Bleib mir bloß vom Leib mit der Lava. So, da hinten gibt's aber noch was, das hätte ich gern. So, müssen wir aufpassen. Die Arme vom Hutmacher sind nicht gerade unsere Freunde. Wir wollen nicht das schöne Kleidchen von der Alice versauen. Oder ansenken. Hallo! Ich stehe hier und du kommst hier nicht rein. Glitchy, glitchy, glitch, 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 glitch. Da ist der Typ hinüber ganz flitsch. So. Ein kurzzeitiger Rückschlag, ein kleines Hindernis, eine banale Hemmung. Ich mach einfach weiter. Mit dir befasse ich mich später, Alice. Unseren grandiosen Plan hältst du niemals auf. Ja, natürlich. Habe ich da ein Schwein gehört? Nee, okay. Wir müssen hier wahrscheinlich irgendeinen Hebel bedienen, dann kriegen wir die Arme vom Hutmacher. Oh, die Alice springt da rein. Hui! Ja, wenn jetzt keine Legends anhält, wäre auch sehr nett. Erwarte keinen Dank von mir, bevor ich nicht wieder vollständig bin. Kein Ausruhen auf Lorbeeren. Sekretär. Jetzt muss ich wohl seine Beine suchen. Schisselongen. Klappstühlen. Hocker. Lass mich raten, hier gibt's nix. Aber wenigstens mal ein Zähnchen oder so, aber nö. Naja, wenigstens eine Flasche. Muss ich da schon wieder hoch? Schleichender Verfall greift schneller und bewegt so. Wir waren hier, ne? In Schmelzen und Dingsbums. Okay, dann müssen wir jetzt zu auftreten und niederdrücken. Ach du Scheiße, das war mal wieder ein Spaß. Ja, das mit der Hand, das sieht doch schon gleich sehr einladend aus. Ich will haben, dann könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich finde die total nice. So eine Teetassen-Achterbahn hat eigentlich auch. Ich sehe da eine Marktlücke im Freizeit. Im Freizeitgewerbe, Leute. Die Ausmaße dieses trostlosen Traktes kennt keiner außer den Bewohnern. Ja toll, du hast ja eine super Hilfe. Paradies für Arbeiter. Sterben wird abgeschafft. Kein billiger Spruch. Wir meinen, der Sterben wird abgeschafft. Arbeitet bis zum Umkippen. Im Himmel war es frei. Wenn es besser arbeitet, als dafür sind. Worte, von denen man leben kann. Worte zum Essen. Ein Paradies für Arbeiter. Und Sterben ist abgeschafft. Kein Dein billiger Spruch. Merz wir meinen es sehr. Kämpft den gerechten Kampf. Ja. Arbeitet bis zum
Industrie nährt sich von Leid, Verfall und Zerstörung, Alice. Sie hat das East End in einen Abort verwandelt. Du solltest ein einfaches Farmleben erwähnen, in Australien vielleicht. Wir könnten dein übriges Erbe zu Geld machen. Natürlich, klar. Als ob ihr das Erbe von der Alice mit wohlwollenden Sachen habt, ey. Heute mit ihr, jeder halt da, hält da seine gierigen Hände drauf und die Alice wird dadurch total verrückt. Meine Frage ist, ist der Unfall von Alice von dem Tod von Alice Eltern, das Feuer, ist das wirklich ein Unfall gewesen? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich mal so bedenke. Oha, wenn man so ein Ding trifft, dann ist aber, geht's abwärts, sag ich dir. Ich mal so bedenke, wie die Leute hinter Alice Erbe her sind und der Doktor die ganze Zeit von irgendwas von vergessen quatscht, glaube ich nicht, dass das so ein Unfall gewesen ist. Also ihr könnt mich paranoid nennen. Aber ich glaube das nicht. Sagt Bescheid, wenn ich doch zu leise schwätze. Dann stelle ich einfach mein Mikrofon ein bisschen lauter. Dass hier so eine Rasenwand ankommt. Na, komm schon. Komm schon, schaffen wir das. Ja. Abgeschafft. Kein billiger Spruch. Wir meinen es. Ladebildschirm. Kämpft den gerechten Kampf. Arbeit. Bis wir umkippen. Im Himmel waren tolle Preise. Oh, Hase, halt dein Maul. Mach dein Auge doch nicht zu. Ich will da nur reinpassen. So, Ruhe im Karton. Die wollen der Alice überall an die Wäsche, aber wir lassen nicht zu, dass sie der Alice an den Kragen wollen. Nicht an den Kragen, also die wollen ja alles nicht an die Wäsche, die wollen nur diese Schleife platt machen, aber die ist so hübsch, das lassen wir mal lieber. Und deswegen müssen wir einfach nur gut. Muss ich gegen den kämpfen? Nein! Oh, wie gemein ist das denn? Doof. Aber die Bombe war da noch aktiv. So, hier gibt es Zähnchen, das ist schön. Hier geht's weiter, was macht Aua? Gut.